Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ich kann den sechsten Sinn nicht machen. Wobei, aber vielleicht kann ich ihn gleich machen. Wenn ich in den Magiefokus wechsle. Nein, dann können wir noch die Ätherhalskette durch das Blutau. Nein, Vampirzahnkette ersetzen. Und Ring der Vergeltung durch Ring des Blutes. Und es geht, Leute, um einen Punkt. Ja, machen wir mal. Sechster Sinn. So, bevor das aber jetzt abklingt, gehen wir mal, fliegen wir da mal dorthin. Ja, dann wollen wir hier mal sehen, was wir kriegen. Heilflasche erhalten. Sieht nach einem Lager aus. 563 Filar erhalten. Gift-Saphir-Ring erhalten. Haben wir, glaube ich, schon. Gift-Saphir-Ring. Ja, hier.
Zweimal haben wir ihn schon. Okay. Hier ist echt nichts sonst. Ich hatte eigentlich Gegner erwartet, aber gut, dann halt keine Gegner. Da ist ja auch nichts. Nein. Okay. Dann gehen wir wieder. Speichern wir noch? Ja, dann würde ich jetzt gerne, ja, mal sehen. Wobei halt, wir können eine Blutflasche benutzen. Dann kann Asuka nämlich 6. Sinn wieder machen. Und wir haben tatsächlich noch eins. Ja, dann gleich hier weiter mit der nächsten Musik, Leute. Also das war jetzt eine sehr kurze Melodie. Na gut, ich würde Asuka jetzt gerne seine eigentliche Ausrüstung wiedergeben, bevor ich das dann wieder vergesse. Einmal die Ether als Kette und dann den Ring der Vergeltung. Und ich glaube, ich speichere das auch. Mal, das kann keine Blume Heilflasche halten. Okay, also auch hier werden wir wohl keine Monster finden. Das ist auch eine recht kleine Karte. Sah erst aus, als wäre sie größer. Das ist eine Frau. Mit der reden wir auch gleich. Ja, mehr gibt es hier nicht. Kann ich mit dem Huhn reden? Echt schade, Leute. Bei einem Huhn, da muss man einfach ein bisschen was machen. Wäre cool, wenn man das so 50 Mal macht oder sowas. Vielleicht würde es ja dann irgendwie so, keine Ahnung, explodieren oder so. Oder man wird von Hühnern angegriffen. Was ich jetzt nicht glaube, aber irgendwie passiert da gar nichts. Echt schade. Na gut, reden wir mit der Frau. Alexia. Ah, wie wunderbar, ein paar weitere Vampire hier zu sehen. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Wieso wohnst du hier mitten im Nirgendwo? Ich liebe diese Ruhe hier draußen. Hier kommt nie ein Soldat des Heiligen Kreuzzugs vorbei. Und ich habe alle Zeit, mich um meinen kleinen Garten zu kümmern. Wozu sollte Vampir einen Garten pflegen?
Das macht doch gar keinen Sinn und erfüllt keinerlei Nutzen. Ihr unterschätzt die Fortschritte meiner Schwester in der Trankherstellung für Vampire. Es gibt bestimmte Pflanzen, die beispielsweise gemischt in einem Bluttrank durchaus nützliche Zusatzwirkungen entwickeln. Wirklich? Davon habe ich noch nie gehört. Ein wenig Magie gehört natürlich auch dazu. Aber ihr solltet die Tränke meiner Schwester wirklich einmal probieren. Es lohnt sich. Wo finden wir deine Schwester? Sie ist drinnen. Aber seid gewarnt, die Alchemie hat sie etwas... ja, eigenwillig gemacht. Und was soll das bedeuten? Ach, das findet ihr schon selbst heraus. Aber wie gesagt, ihre Tränke sind großartig und sehr nützlich für Vampire. Kauft unbedingt welche auf Vorrat. Na schön, schauen wir mal, was deine Schwester im Angebot hat. Okay, also ein geheimer Händler. Blutflasche erhalten. Erstmal das hier. 571 Filar erhalten. 518 Filar erhalten. Seelenkristall erhalten. So, ich kriege jetzt aber hier, egal an welcher Position vom Sarg ich bin, ich kriege nichts mehr. Nein, echt schade. Na gut, und hier Seelenkristall erhalten. Bei den Büchern geht hier auch nichts. Wie viele Seelenkristalle haben wir eigentlich schon? 16 erst. Na gut. Svenja. Sie hat da sogar kleine Tränke am Gürtel. Das finde ich lustig. Finde ich toll. Hallo, ich habe Tränke. Wollt ihr meine Tränke? Was bewirken die denn? Was Tränke so machen? Ist das nicht selbstverständlich? Was hast du denn für Tränke? Das sagte ich doch. Heiltränke. Also von Heiltränken hast du bislang nichts gesagt. Und was für eine Wirkung haben die? Die hier hält Gift. Gift! Jede Menge Gift! Also hält dieser Gift oder vergiftet dieser Trank den Gegner? Ah! Die Alchemie ist hier wohl irgendwie nicht so gut bekommen. Also verkaufst du uns ein paar deiner Tränke? Heiltränke, habe ich doch gesagt! Ja, das habe ich verstanden. Also, was hast du alles für Tränke im Angebot? Gegen Gift! Tränke gegen Gift! Warum muss ich mich bei euch immer wiederholen? Also, hör mir jetzt mal genau zu! Entweder du zeigst mir jetzt, was du zu verkaufen hast, oder es gibt hier gleich eine kleine Katastrophe! Warum sagst du nicht gleich, dass du meine Tränke kaufen willst? Hier bitte, diese Tränke habe ich! Na dann, Elementschildtrank. Ding konnten wir bisher noch nicht kaufen. Reduziert erlittenen magischen Schaden um 20% bei allen Verbündeten. Alchemistenfeuer. Feuersalz. Großes Alchemistenfeuer. Das hier ist an einem Gegner, das hier an allen Gegnern und sogar um 100 Faktor 100, also nicht Faktor 100, aber der Fakt ist um 100 größer. Vampirstein kann man sich hier kaufen, interessant. Blutpastete. Halt nahezu alle negativen Zustände und gibt 300 Blutpunkte. Belebt keine in Starre gefallene Vampire und starkes Heilpulver. Eine Blutpastete, so. Und gibt 300 Blutpunkte. Naja, aber das ist jetzt... Nichts davon ist ein Trank. Na gut, der Schildtrank, ja. Aber das... Okay, das Alchemistenfeuer sieht auch aus wie ein Trank, aber es heißt Feuer, also... Ist es wahrscheinlich so eine Art Wurftrank. Also nicht eher Trank, sondern einfach nur ein Wurfgeschoss. Feuersalz, das sieht aus wie... Ja, wahrscheinlich ist es Salz. Das ist auch ein Wurfgeschoss. Das hier ist ein Stein. Das ist eine Pastete und das ist ein Pulver. Das heißt, einen richtigen Trank hat sie eigentlich nur einen einzigen. Und das ist kein Heiltrank und kein Trank gegen Gift. Es ist ein Schutztrank. Ein magischer Schutztrank. Die erzählt irgendwie nur Blödsinn. Das würde ich als geschichtlichen Fehler... Geschichtsbug beheben, betiteln, Leute. Ja, kaufen wir dich da jetzt nichts. Also, die Tränke sehen wirklich interessant aus, aber sie hier treibt mich noch in den Wahnsinn. Ein bisschen Nachsicht, Aska. Alchemie kann auch schwere Nebenwirkungen haben. Naja, bemerken sie uns mal, dass wir irgendwann mal bei ihr kaufen. Aber gut, wir sind durch. Speichern wir.
Heute kommen irgendwie gar keine Gegner zustande. So, dann benutzen wir die eine Blutflasche. Wir haben sogar noch eine zweite jetzt plötzlich. Und dann möchte ich mit Aska trotzdem wieder die Ausrüstung tauschen. Bevor ich das hier mache. Wir haben immer noch einen. Ich dachte, wir hätten langsam so ziemlich alle. Bin ich ja mal gespannt, wo uns der hinführt. Fast. Ja, eine sehr leise Melodie, Leute. Ich glaube, sie ist durch. Hier gibt es tatsächlich wieder Gegner. Das heißt, hier werden wir kämpfen können. Also kriegt Aska seine eigentliche Ausrüstung wieder zurück. Speichern. Dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir hier kommen.